Es geht um insgesamt drei Ebenen, die gleich wichtig sind für unseren Geschmack. Und das ist einmal die ganze Preispolitik, die natürlich in den letzten Monaten jeder Haushalt, jeder Private zu spüren bekommen hat, dass wir sagen, wir möchten natürlich bezahlbare, leistbare Energiepreise haben. Das ist einmal der soziale Aspekt, dann aber natürlich der Umweltaspekt. Alles, was wir an erneuerbaren Energien nutzen können, müssen wir auch nutzen. Und hier hinken wir als Land Südtirol ja wahnsinnig hinterher, auch anderen italienischen Regionen übrigens hinterher, vor allem was Photovoltaik anbelangt, was auch die Windkraft anbelangt, was auch die Nutzung der kleineren Ableitungen anbelangt. Hier könnten wir noch sehr, sehr viel tun. Und die dritte Ebene ist die Selbstversorgung, wo wir ja auch in den letzten eineinhalb Jahren und besonders seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ja auch mitbekommen haben, wie wichtig es ist, sich selbst versorgen zu können und nicht abhängig sein zu müssen von internationalen Entwicklungen und auch von großen Konzernen. Das Ziel muss sein, dass der in Südtirol produzierte Strom für alle Bürger leistbar bleibt. Der erste Schritt dazu ist die Autonomie, endlich mit Leben zu füllen, dort wo wir auch die Möglichkeiten haben. Die Werkzeuge, die uns vom Autonomiestatut geboten werden, auch zu nutzen und ein eigenes Gesetz auf den Weg zu bringen, das alle Bürger von der lokalen Stromproduktion profitieren lässt. Wir haben in unserem Land und vom Autonomiestatut eigentlich schon seit Jahrzehnten die Verpflichtung und den Auftrag, ein eigenes Landesenergiegesetz zu verabschieden, das vor allem in Artikel 13 im Autonomiestatut sagt, wie die großen Konzessionen für die großen Wasserableitungen geregelt werden soll. Das ist ein Versäumnis, das wir seit Jahrzehnten sozusagen mitschleifen. Kompatscher ist vor 10 Jahren angetreten und hat gesagt, er will ein neues Energiegesetz auf den Weg bringen. Passiert ist seitdem gar nichts. Es ist auch wichtig, mit diesem Beschlussantrag darauf hinzuweisen und noch einmal darzustellen, dass nicht Rom daran schuld ist, wie unsere Energiepolitik auszusehen hat, sondern wir sehr, sehr viele Bereiche haben, wo wir autonom längst Entscheidungen und Rahmenbedingungen verabschieden könnten, autonom als Südtiroler Landtag. Und deshalb ist hier auch der zentrale Ort, wo es um die Energie gehen muss und nicht in der Landesregierung oder irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern, wo die Regelungen für die Konzessionen ausgearbeitet werden, sondern transparent im Südtiroler Landtag.